Was hast du heute Morgen als allererstes gemacht? Wahrscheinlich den Wecker an deinem Smartphone ausgestellt und danach vielleicht das Wetter gecheckt oder geschaut, wer dir so auf WhatsApp oder Insta geschrieben hat. Was heute selbstverständlich ist, gibt's noch gar nicht so lang. In den letzten 20 Jahren ist nämlich einiges passiert und was, das schauen wir uns heute im Video mal an. Ich habe mir heute fürs Video mal wieder Marius eingeladen, weil Marius und ich, wir haben beide das, was in den letzten 20 Jahren so passiert ist, miterlebt. Marius hat sich außerdem super gut vorbereitet, wie man hier sehen kann. Eine Sache haben wir aber nicht miterlebt, und zwar sozusagen die Entstehung des Internets. Dafür ist der Grundbaustein schon 1989 gelegt worden von Sir Tim Berners-Lee. Da hat er das Hypertext Transfer Protocol erfunden, das HTTP. Dass wir immer noch vorne sehen, wenn wir was im Browser eingeben. Genau. Ja, dann machen wir mal einen kleinen Zeitsprung, würde ich sagen, und zwar auf das Jahr 1998. Da ging Google an den Start, die Suchmaschine, die wir irgendwie alle nutzen. Und wenn man sagt, ich suche was im Internet, dann sagen wir ja eigentlich meistens auch, ich google das schnell. Ja. Nicht, ich Yahoo das schnell. Genau, oder hat sich anderes. So durchgesetzt. Ich habe zu 1998 auch noch was rausgesucht. Da hat das Oxford Dictionary, der englische amerikanische Duden, schon das Wort Spam aufgenommen, weil wohl damals schon so viele E-Mails, Spam-E-Mails versendet wurden, dass man das direkt in den englischen Duden aufnehmen konnte. Krass, also Spam ist kein neues Phänomen, nein, auch wenn er uns mittlerweile tatsächlich überall nervt. Wir springen nach 2000 in das Millennium. Da war ja auch ein großes Thema. Gehen jetzt alle Computer kaputt, weil sie dieses 2000 irgendwie nicht hinschreiben können? Die sind nicht kaputt gegangen, meines Wissens nach. Es ist nichts passiert, kein Atomkrieg, keine Apokalypse, alles gut gegangen. Wir haben es überlebt, wir sind auch beide offensichtlich noch da und ihr auch. 2000 kamen zudem USB-Sticks auf den Markt und das finde ich total spannend. Ihr kennt diese kleinen Sticks, auf die man irgendwie, die steckt man sich beim Laptop oder am Computer irgendwo rein, kann was drauf speichern und kann dann damit die Daten einfach weitergeben. Und das ist für mich eine der wenigen Sachen, die wir heute auch noch nutzen. Ja. Außerdem kam 2000 das Ego-Shooter-Game Counter-Strike auf den Markt und da du der Gamer von uns beiden bist, was ist deine Story dazu? Zu Counter-Strike, ich meine, ich war damals noch etwas zu jung, um das zu spielen, aber natürlich haben wir später auch LAN-Partys gemacht, da ist auch Counter-Strike gespielt worden. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran, dass es dadurch dann auch relativ viele Diskussionen gab. Ja, das sind Killerspiele, die machen aggressiv. Leute fangen dann wirklich an, im echten Leben sich zu wünschen, Leute zu erschießen. Und diese ganze Diskussion haben wir schon mit einem Experten geführt. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, ob das stimmt, machen Killerspiele wirklich aggressiv, dann schaut mal hier oben, da haben wir euch das Ganze verlinkt, könnt ihr euch das nochmal anschauen. 2002 ist was passiert, was für uns heute fast schon lächerlich klingt, denn für uns ist ja selbstverständlich, dass wir einfach Bilder kostenlos hin und her schicken können, und zwar gute Bilder. War früher nicht so. Was man sich hin und her schicken konnte, waren SMS. Die hatten nur eine begrenzte Zeichenanzahl. Ich glaube, es waren 150. Und jede SMS hat Geld gekostet, meistens so um die 20 Cent für 150 Zeichen. Ich habe hier übrigens ein altes Handy von mir mit dabei. Das war ein Klapptelefon. Ich klapp's mal auf. Und hier drauf sieht man auch, wo ich getippt habe. Und 2002 konnte man dann auch Bilder verschicken. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich immer Angst hatte, dass ich aus Versehen eine MMS verschicke, also so ein Bild verschicke, oder eins bekomme, weil ich immer dachte, am Ende kostet mich das richtig viel Geld. Musik hören von diesem Gerät hier war übrigens auch nicht möglich. Ja. Da gab es keine Chance. Dafür hatten wir was anderes. Wir hatten MP3-Player. Das waren kleine, tragbare Geräte. Da hat man eigentlich nur Musik drauf speichern können und konnte die dann eben auch mit Kopfhörer anschließen und Musik hören. Die waren relativ begrenzt, weil die Speicherplätze damals eben noch kleiner waren. Und man hatte da so einen kleinen Bildschirm. Wir blenden euch das mal ein. Und da lief dann immer durch, wie der Liedtitel hieß, so mit Unterstrichen getrennt. Mhm. Das weiß ich auch noch. Und da musste man so hin und her drücken. Oh, ich will jetzt das Lied. Ich muss das ganz lang suchen, weil man hatte natürlich keine Liste als Übersicht. Die erste Revolution, was die MP3-Player anging, kam dann 2001. Das war der iPod von Apple. Das war ein Gerät, hatte viel Platz drauf. Du hattest ein Display, wo du dir anzeigen lassen konntest, nach sortieren konntest, nach Künstlern und oder nach Alben. Passend dazu kam dann auch im Jahr 2003 iTunes raus, mhm, wo man dann endlich mal Musik runterladen konnte, legal kaufen konnte. Und das wurde so gut angenommen, dass innerhalb der ersten Woche über 1 Million Songs verkauft wurden. Krass. Zum Preis von 99 Cent pro Song. Krass. Denn, das müssen wir mal ehrlich sagen, in der Zeit der MP3-Player war illegales Runterladen noch ein ganz großes Thema. Und da hat man sich so manchen Virus eingefangen und dann Ärger bekommen mit den Eltern. Ein bisschen später passiert ziemlich viel. Und zwar 2004 geht Facebook an den Start und ist für uns alle auf einmal nutzbar. Das war zuerst nur an einer Universität in Amerika, dann an mehreren Universitäten nutzbar. Und dann wurde es öffentlich und es hat sich rasend schnell verbreitet.
Wir wissen aber ja, dass es heute schon nicht mehr so beliebt ist, besonders bei jüngeren Leuten. Was aber sehr beliebt ist, und das ging 2005 an den Start, ist YouTube. Gibt's also seit 2005. Im Jahr 2005 kam in Deutschland dann auch endlich World of Warcraft, WoW, raus. Und ich meine, heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so relevant, aber mich hat es damals ziemlich gefesselt. Ich hatte gerade meine Konfirmation hinter mir, hatte Geld, hatte einen Rechner, hat mir WoW inklusive erste Monatsabo gekauft, kostet natürlich monatlich, und war einfach weg vom Fenster, eine ganze Zeit lang. Ich kenne World of Warcraft auch nur so. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen von einem, der darüber geschrieben hat, weil das war für mich so das erste Spiel, von dem ich mitbekommen habe, wo Leute wirklich so richtig sich ja nicht mehr aus dem Zimmer bewegt haben, weil sie die ganze Zeit in dieser Welt unterwegs waren. Das war also so das erste Spiel, wo man sagen kann, da sind Leute so richtig in die Welt eingetaucht. Ja, eine andere Social-Media-Plattform, die ihr vielleicht noch kennt, ist Twitter. Die ging im Jahr 2006 an den Start und war damals noch begrenzt auf 140 Zeichen. Und etwas später ist was passiert, was, glaube ich, ziemlich wichtig war für das, was wir heute alle für selbstverständlich heißen. Und zwar wurde das erste iPhone von Apple vorgestellt, was so der Vorreiter oder der Wegbereiter auch war für die ganzen Smartphones, die wir heute benutzen. Jetzt gab es ja erstmal das iPhone und Apple-Nutzer wissen, da gibt es einen eigenen Shop für Apps. 2008, also ein Jahr später, ging die erste Version des Google Play Stores auf den Markt und auch Nutzer, die das Android-Betriebssystem auf ihren Smartphones hatten, konnten sich damit dann verschiedene Apps runterladen. Im gleichen Jahr wurde übrigens Justin Bieber von einem Musikproduzenten auf YouTube entdeckt. Und das finde ich schon wichtig, weil Justin Bieber begleitet uns ja auch immer noch irgendwie. Der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp kam im Jahr 2009 raus. Wir beide hatten damals noch kein Smartphone und konnten daher noch keine kostenlosen Nachrichten schreiben. Kostenlose Nachrichten konnten wir schon schreiben. Ich habe das über Facebook gemacht, über den Facebook-Messenger, aber halt nur zu Hause im WLAN am Computer. Kurze Zeit später, was passt vielleicht ganz gut zu WhatsApp, eine App, die wir auch gerne nutzen, richtig, Instagram. 2010 kam Instagram raus, war erstmal nur für Apple-Geräte nutzbar. Ich überlege die ganze Zeit, wann habe ich Instagram entdeckt. Ich hatte nämlich ein Android-Gerät, war dann irgendwie auch kurz nachdem ich WhatsApp hatte. Und damals war Instagram noch ganz anders als heute. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber 2011 gab es ein Video auf YouTube, das war ziemlich bekannt, weil es ziemlich nervig war. Und zwar Rebecca Black Friday. Das war 2011. Das war 2011, Friday, ja. Friday. Genau, oh, das. Wir könnten das ja mal versuchen hier zu verlinken, dann könnt ihr hoffentlich draufklicken und euch einen Ohrwurm verschaffen, den wir 2011 schon hatten. Ganz kurz später, passend zu diesem Song, war der auch wahrscheinlich verfügbar, und zwar auf Spotify. Denn 2012 wurde Spotify auch in Deutschland verfügbar. Davor war es in Schweden auf jeden Fall verfügbar, wo Spotify auch herkommt. Und dann eben 2012 auch bei uns. Und ich glaube, das war ein ganz großer Schritt dazu, dass man vielleicht aufgehört hat, sich illegal Musik auch runterzuladen. Im Jahr 2012 war außerdem gleich noch ein weiterer Musikhit, und zwar Gangnam Style von Psy. Das war 2012. Wir verlinken auch Gangnam Style mit dem Tanz irgendwo hier. Und dann könnt ihr dann direkt nochmal mittanzen. Und jetzt passiert in kurzer Zeit ganz schön viel. 2013 kommt Snapchat raus und stellt auch im gleichen Jahr die Stories-Funktion vor. Stories-Funktion kennen wir mittlerweile von vielen verschiedenen Diensten, hat aber damals, 2013, noch niemand gekannt. Und bei Snapchat wurde das Ganze sozusagen erfunden. Und 2014 ging Musical.ly an den Start, was wir heute unter einem anderen Namen kennen. Außerdem hat im Jahr 2014 noch Facebook WhatsApp aufgekauft für krasse 19 Milliarden Dollar. Das ist ganz schön viel Geld, aber ich würde sagen, hat sich gelohnt für Facebook, wenn wir uns überlegen, dass jetzt immer weniger Leute, jedenfalls immer weniger junge Leute bei uns, sich bei Facebook anmelden, aber WhatsApp nutzen eben immer noch sehr, sehr viele. Außerdem in 2014 passiert, Netflix wird in Deutschland verfügbar. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ziemlich viele Leute langsam mehr Zeit vor dem Fernsehen verbracht haben, weil Netflix macht's möglich. Im Jahr 2016 hat dann auch Instagram die Stories eingeführt. Und das war damals eher kritisch zu sehen, weil die einzigen, die das Feature hatten, war Snapchat. Und Instagram wurde natürlich beschuldigt, dass sie hart dieses Feature geklaut haben. Und man weiß natürlich auch, dass es nämlich so war, dass die Facebook hat in der Zeit schon WhatsApp aufgekauft, hat in der Zeit schon Instagram aufgekauft. Und die wollten gerne auch Snapchat aufkaufen und hatten da auch mehrere Gespräche. Die Gründer von Snapchat haben aber immer gesagt, nee, danke. Und dann haben plötzlich die Leute von Facebook angefangen, diese Stories bei Instagram einzuführen, und ja nicht nur da. 2 Jahre später, im Jahr 2018, wurde Musical.ly dann zu TikTok, das heute wahrscheinlich jeder kennt, der ein Smartphone hat. Ganz spannend, 2018 ist was passiert, was wir bisher in der Form in Deutschland auch noch nicht hatten. Und zwar hat der erste große YouTube-Star ein Baby bekommen. Die Rede ist natürlich von Bibi von Bibis Beauty Palace. Und rate doch mal, wann hat eigentlich Bibi ihr erstes Video veröffentlicht? Boah, das ist so gar nicht meine Welt. 2007?
Schon ein bisschen daneben. 2012 ging ihr erstes Video auf YouTube online, aber das ist auch schon 8 Jahre her. Und letztes Jahr ist noch mal was Großes auf YouTube passiert. Ich denke, das wissen auch noch alle, mit Rezos Video, in dem er die CDU zerstört hat. Das erste große Video mit einem politischen Thema, das so eine riesen Reichweite erschaffen hat. Ja, und jetzt sind wir doch gespannt, wie es in den nächsten 20 Jahren so weitergeht. Ob irgendwann in 10 Jahren wir da sitzen und so wie wir heute dieses Telefon hier finden und die Tatsache, dass wir früher hier uns wirklich überlegt haben, welche Wörter benutze ich, wie schreibe ich das, wie kürze ich was ab, ob wir irgendwann so auch über WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok und Co. sprechen. So ihr Lieben, das waren die letzten 20 Jahre mal mit ein paar Stichpunkten von uns. Ich würde sagen, da haben wir heute auf jeden Fall mal wieder was gelernt. Und der Abo-Button ist auch nicht weit entfernt.